Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mit auf einen Wochenendausflug nach Mecklenburg-Vorpommern zur Mecklenburger Seenplatte. Und ich bin jetzt schon eine Stunde von zu Hause entfernt. Hier hinter mir steht Wenner. Ich muss kurz eine Pause machen, bin früh aufgestanden. Nicht, dass ich einschlafe und snacke noch einen Pfirsich. Cassie ist auch mit dabei. Und ich bin auf dem Weg zum Müritzsee. Und wenn ihr mich begleiten wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach dabei bleibt. Und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen, dann lasst uns starten. Ja, wir sind Die ist total nass und die ist echt froh, hier im Auto liegen zu dürfen. Aber es ist ein schöner Ort. Ich drehe mal die Kamera. Es ist ein richtig ursprünglicher Ort. Typisch für hier eine Kirche, viele Bauernhäuser. Und man kann ja auch auf den Bauernhöfen Kuchen und Kaffee bekommen. Und das hier ist der zentrale Ort von Böck. Hier geht's in alle Richtungen. Campingplatz. Hier ist ein schöner Spielplatz rechts. Bushaltestelle. Hier links ist eine Residenz und noch ein Bauernhof, wo man auch Kaffee trinken kann. Und hier geht's wieder raus aus dem Ort. Am anderen Ende von Böck, also hinter uns sozusagen, ist auch noch ein Naturpark. Den ganzen Nachmittag hat es geregnet, aber jetzt endlich hat es aufgehört. Da sind wir noch mal schnell hier an den Beach gegangen und Cassie kann noch mal richtig pullern und kackern. If you ever feel like you might need someone. Da man ja mal ein bisschen vorsichtig sein muss, was man sagt, Cassie kackert natürlich nicht hier an den Strand. Wenn sie es machen sollte, nehme ich es mit. Wir gehen da hinten in den Wald. Ja, ich liege jetzt hier und muss ein Video nochmal neu hochladen und habe es mir gemütlich gemacht. Und zwar war ich hier auf einem Video in einer Bar und da hat Musik gespielt und diese Musik wurde jetzt erkannt von YouTube, vom Urrechtsinhaber und jetzt sollte ich das Video für denjenigen monetarisieren, was ich aber nicht möchte, also habe ich es gelöscht, nehme die Musik jetzt raus, spiele meine eigene Musik drüber und dann lade ich es wieder hoch. Hört ihr den Regen? Eigentlich finde ich es sehr gemütlich, aber wir wollen jetzt los. Also kuscheln wir uns jetzt richtig dick ein in wetterfeste Kleidung. Wer da noch Ideen braucht, ich habe unten meinen Amazon-Shop verlinkt. Da sind auch meine Regensachen drin, die, wenn man die eingepackt hat, so groß sind wie meine Faust. Die sind eigentlich immer in meinem Rucksack. Könnt ihr gerne mal nachschnökern. Ja, die ziehe ich jetzt an und dann gehe ich mit Cassie in den Nationalpark am Müritzsee hier. Da ist diese Halbinsel in der Nähe von Rechlin und die werden wir jetzt abwandern. Ja, ich laufe hier jetzt auf dieser Halbinsel. Das blende ich hier mal ein, wo das genau ist. Das ist im Süden vom Müritzsee in der Nähe des Ortes Rechlin. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier so aussieht. So, diese Landschaft bestimmt eigentlich das Bild. Hier ganz viel Grün, ganz viel Natur. Und das alles hier direkt am Ufer des Sees. Den seht ihr hier. Wir laufen also die ganze Zeit hier am Ufer entlang. Wirklich schön. Thank you.
Tessi. Jetzt Richtung Süden gefahren und da steht Cassie. Wir sind hier an einem Platz gelandet, wo hier ein See ist und hier ein See ist und hier auch in der Nähe ganz viele andere Seen sind. Cassie hat ihn natürlich gleich entdeckt hier. Das ist ein Angelgewässer. Hier sind wir in Brandenburg. Also dieser See ist in Brandenburg. Und dort drüben, auf der anderen Seite, ist Mecklenburg-Vorpommern. Wir stehen also jetzt wieder in unserem Boot. Ein Bein steht in Brandenburg, eins in Mecklenburg-Vorpommern. Aber jetzt gibt's erstmal Mittag. Ich will mal kurz zeigen, wie es hinten in Venna aussieht. Wenn ich auf der Reise bin, also auf der Durchreise, jetzt ist praktisch mein Heimweg. Und ich habe alles schon transportsicher verstaut. Will mir halt nur einen Tee kochen und was zu essen. Und dann sieht es halt so aus. Dann koche ich meistens hier unten an der Erde. Da steht auch der Kocher, wenn er nicht im Koffer verpackt ist und in der Sitzbank. Ich wusste, ich will noch zur Kaffeezeit anhalten und mir einen Kaffee kochen. Darum habe ich ihn da stehen lassen. Dann kommt der Mülleimer. Der Wassertank kann da auch nicht weg. Der kann nur hin und her kippeln, aber der steht ganz gut. Und dahinter ist der meine Powerbank, mein Strom. Mein Rucksack liegt da oben. Und da hinten ist alles. Die Kühlbox, die kleine und die elektrischen Sachen. Und meine Socken. Ja, so sieht es aus, wenn es verstaut ist. Ist jetzt nicht großartig anders als sonst. Nur, dass der Wasserbehälter, wenn er oben steht, halt immer umkippt. Darum stelle ich ihn da unten hin. Und der Mülleimer muss ja sowieso irgendwo hin. Das ist mein kleiner Luxus. Ich wollte euch mal die Winterausstattung zeigen. Und zwar, wartet mal, ich drehe mal die Kamera um. Steht ja hier im Sommer normalerweise die Kühlbox. Und die übernimmt die ganze Fläche in Anspruch und im Winter brauche ich die aber nicht. Da habe ich hier so eine frische Box, da habe ich mal Hundefutter drin bekommen und da halte ich meine Sachen halt kühl. Das reicht aus und dann habe ich hier noch Platz für andere Sachen.